Kein Hütchen auf und dennoch Party. Die Löwenvierlinge Malu, Bahati, Temba und Amaru feierten am 5. Juli im Leipziger Zoo ihren ersten Geburtstag. Als Gast war auch Direktor Jörg Junhold persönlich erschienen. Er verriet, über welche Geschenke sich die vier Racker an ihrem Ehrentag freuen durften. Ja, als Geschenk hatten sich unsere Pfleger was ganz Besonderes ausgedacht. Eine Eins und in dieser Eins, eine große Eins, die an dem Futtergalgen hängt, den wir dort haben. Und da war Fleisch versteckt und man musste also die Hülle zerreißen, um an das Fleisch heranzukommen. Und das haben sie alle getan. Tierpflegerin Johanna Schumacher hat die ersten Lebensmonate der Kleinen vor Ort mitbegleitet und ist fasziniert von der bisherigen Entwicklung ihrer Schützlinge. Ja, am Anfang waren es so kleine Würmchen, die noch so kleine süße, quakende Geräusche gemacht haben. Und ja, es geht dann relativ schnell. Also am Anfang krabbeln die so ein bisschen durch die Gegend. So mit 4 bis 6 Wochen laufen sie dann durch die Gegend und folgen Mutti. Und dann hat man auch gemerkt, dieses Verhältnis uns gegenüber. Am Anfang waren sie sehr, sehr schüchtern und hatten eher so ein bisschen Angst vor uns, wussten nicht genau, was wir sind, so als Pfleger. Und irgendwann, als sie gemerkt haben, dass man von uns Fleisch kriegen kann, dann waren wir dann auf einmal ganz toll. Und inzwischen sind wir auch die besten Spielkameraden für die. Und ja, und jetzt sind sie schon so groß und schwer und können schon richtig laut werden. Das kleine süße Quieken, wie es am Anfang am ersten Tag war, das ist schon vorbei. Jetzt, wenn die sich mal um Futter streiten, da wird es schon richtig laut hier manchmal. Ihren zweiten Geburtstag werden die Löwenkinder voraussichtlich nicht mehr in trauter Gemeinsamkeit verbringen können. Mit Blick auf künftige Zuchtmöglichkeiten soll nur Katze Malu bei Mutter Kigali verbleiben. Die drei Kater hingegen werden in anderen Zoos ein neues Zuhause finden.